Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute Classic Mode, 4 gegen 4. Zwei Zuschauer habe ich heute dabei, Amon Lukas und den Irage. Jetzt sind wir schon zu dritt. Brauchen wir nur noch einen vierten. Damit wir eine volle Runde starten können. Ja, wir gucken mal. Schleime sind da. Das ist gut, das ist eigentlich alles gut, ne? Außer den, der ist scheiße. Der sagt es Kacke, weil der ja Fernkämpfer ist und das bringt in seine Fähigkeit gar nichts. So. Die sind auch nicht schlecht. Wir nehmen Sakura Blume. Das ist immer gut. Und zwar stelle ich die hier so ein bisschen in die Mitte. So. So stellen wir die hin. Und fertig. Ist übrigens Tower Defense Mode. Das heißt, alle Nahkämpfer werden zu Fernkämpfern. Und alle Waves sind auch Nahkämpfer. Das heißt, wir müssen ein bisschen anders bauen. Ich muss jetzt vor die Sakura-Blume die ganzen Einheiten hin platzieren. Schauen wir mal. Okay, zwei Angler, goldener Beschützer. Ich hätte die Sakura-Blume wahrscheinlich ein bisschen weiter nach hinten platzieren sollen. Das steht hier echt weit vorne. Da muss ich mich immer noch gewöhnen, wenn wir Tower Defense spielen, dass wir ja dann doch die Einheiten anders bauen. Schick eine Schnecke rein. Die ist wichtig bei den Anglern. Ein Worker hole ich auf jeden Fall. So, wir gucken, wie sieht es hier drüben aus. Pyro-Start. Ah, der hat den übelsten Laserstrahl. Mega weit. Ist auch ein Pyro. Links und rechts von mir ein Pyro. Nee, 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 nee. Gut, dass wir da keine Witze drüber machen. Das wäre ungünstig. Ich glaube, die sind gar nicht schlecht, wenn ich die platziere, weil die so einen AOE-Schaden haben. Oh ja. Hat er recht. Da hat er recht gehabt. Ich habe extra die Schleime auch mitgenommen. Also werden wir die auch platzieren. Achtundvierzig. Ärgerlich. Wir müssen ja wieder abbauen. Der eine, der entsteht. Hehe, wie die Schleime schießen.
Ja, ich habe wirklich das fast noch gar nicht gespielt. Nur ein oder zweimal. Da drüben sind auch die Setzlinge mit am Start. Ja, das machen wir so. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan, gerade für diesen Spielmodus. Der ist immer so anders. Da muss ich mich erstmal reinfitzen. Gucken wir mal hier drüben. Schicke ich mal eine Turtle rein. Die Frontline down geht. So, wir könnten an sich einfach weitermachen. Not enough gold. Mit den Schleim. Hier ist dasselbe mit den Bienen passiert. Ja, die halten wirklich lange durch. Gerade wenn so kleine Schleime dann wieder respawnen. Blocken die natürlich übelst viel. Wir müssen mehr Rocker pushen. Holy shit. Aber ich brauche auch ein bisschen Stichschaden gleich. Jetzt kannst du auf DPS bei der Sakura gehen. Das stimmt. Jetzt kann ich ihn hier platzieren. Der wird gut schlitzen. Der wird richtig gut schlitzen. Ich werde ihn mal hier platzieren. Da kommt er ein bisschen besser ran an die. Ja, das ist schon grenzwertig. Aber es reicht gerade so. Er hat gute Reichweite. Jetzt können wir auch ein paar Blocker nehmen. Hier war das auch so, dass die Fernkampfwellen auch zu Nahkämpfern umgewandelt werden, wenn ich mich nicht täusche. Es ist schon ewig her, dass ich das gespielt habe. So, ich könnte einfach nichts bauen. Und drei Rocker holen. Sind wir schon mal gut dabei. Auf jeden Fall sind drei Abstand mit drin. Ja, das ist sehr gut. Und er hat so einen lila Schuss. Ah, die kommen immer wieder zurück, wenn dieser Mini-Schleim dann spawnt. So, jetzt könnte ich. Holy shit, der kann überall hinschießen. Wir machen den mal ein bisschen Abstand zu der Blume. Stell den mal hier in die Ecke.
Marokko. Das liegt ganz schön weit zurück. Aber der kann ja bis sonst wohin schießen. Holy shit. Oh, da ist einer rangekommen. Waren wahrscheinlich zu viele, dann haben die sie an die Ecke gequetscht. Was kann ich denn mal schicken? Ja, Turtles, ne? Turtles sind gut. Da könnten wir ihn noch hin platzieren. So ein bisschen. Bisschen weiter hinten. Mehr Turtles. Holy shit. Der hat das gleiche mit Masken gemacht. Jawohl, Doppelschlitz. Da lebt noch Mini-Schleim. Ich hab's genau gesehen. Oh, da ist einer durch. Ich glaube, ich bin nicht durchgekommen, ja? Nee. Ich habe auch zu wenig Worker. Ja, ist alles nicht so geil, ne? Das macht wirklich am meisten Sinn. Jetzt wird der Bananenbaum hin. Und können dann hier noch einen Schleim hinsetzen. Dann gebe ich ihm den Schutzengel. Turtles mit rein. Und Worker rein. Sehr gut. Auf Tour. Okay. Ne, noch einen baue ich jetzt nicht. Ich könnte den aufwerten. Der Bananenbaum ist jetzt nicht ganz so sinnvoll. Habe ich so das Gefühl. Oh, willst du Pyro Power? Drüben sind auch Pyros. Ich habe da mehr so die Nahkämpfer, außer die Kanone und die Sakura-Blume. Ja, und der ist ja auch ein Plankämpfer. Ich finde, wie gesagt, nicht ganz so viel. Da ist schon wieder einer näher rangekommen. Abgewehrt. Aber auch wesentlich mehr Worker als ich. Ich könnte auch eine Kanone hinsetzen. On my way. Bin ich gut dabei. Worker habe ich auch jetzt aufgeholt. Pyro sind ja, glaube ich, also die sind ja unheimlich stark.
Nö. Ich muss mich erstmal mit meinem beschäftigen, wo ich gucke, was ich drüben schicken kann. Locker aufbauen. Der ist weg. Warum ist sie denn so groß? Wiederbelebt! So. Jetzt haben wir hier noch mehr Schleime reinpacken einfach. Und die Lücken. Dass dann noch mehr dastehen. Um das alles abzuwehren. Ah, das sieht so kacke aus. Aber es funktioniert ganz gut. Ich hatte mal Rollen, ich will den Bananenbaum nicht mehr. Der ist kacke. Das könnten wir noch nehmen. Wir könnten den Piraten nehmen. Der ist nicht verkehrt. Ich hätte aber gern magischen Schaden gehabt. Haben wir leider nicht bekommen. Dann machen wir es halt so. Ich könnte auch eine Sakura-Blume nochmal platzieren. Das geht. Die kann zwar jetzt nicht mehr ganz so viel hochstecken. Hätte ich vielleicht eher platzieren sollen, aber... ist auch nicht so verkehrt. So, noch mehr Rocker holen. Ah, hier drüben sind schon 80, holy shit. Ich muss eindeutig zu viel nachdenken hier bei den Molhos. Alles in Worker stecken. So, ich würde den Piraten bauen. Und dann werde ich noch einen Piraten bauen. Ja, okay, ist ein bisschen zu nah dran. Dann baue ich den lieber hier noch hin. Und den Rest stecke ich in den Worker rein. Ich habe viel zu wenig irgendwie. Also ist okay, aber... ich hätte schon mehr haben können, wenn ich das Game vielleicht öfters gespielt hätte. Ja, die Drachen sind shit. Die automatisch geschickt werden, weil das sind alles immer Nahkämpfer dann wieder. Kleine Nase. Okay, wahrscheinlich was Kleines nochmal vorne so zum Einbiegen. Verstehe. Krieg mal hin. So.
So, mehr kriege ich nicht hin. So, ich werte ihn auf. Ich werte ihn auf. Und wir bauen mal so einen hin. Oder zwei. Holy shit. Aber mein Gegner macht das gar nicht so, sonst hätte ich hier schon längst irgendwie einen Mimik reingeschickt oder so, um die Kohle abzugreifen. Schaden kriegt er nächste Runde genug rein. Ja, da kam Ogre. Wir könnten einen Haufen Turtles reinschicken. Ja. Sonst keine Ahnung. Upgrade. Wir könnten die Schleime upgraden. Aber ich glaube, die sind einfach. Ich glaube, die wertet man nicht auf, oder? Ich hab keinen magischen Schaden, Mann. Ich fahre einfach mal die anderen. Da sind sie doch da. Mit dabei. Okay. Ja, es kommen zwei Drachen rüber, aber die sind egal. Mega Worker rein. Ich bin mit den Workern, stehe ich am schlechtesten da, aber ich habe den größten Einheitenwert. Ich stand auf den. Ja, das weiß ich. So. Jetzt haben wir die mal aufgewertet. Den können wir aufwerten. Setzen wir noch so einen Piraten hin wahrscheinlich. Und die alle noch raus? Nö. Sammeln jetzt. Die hauen nicht mehr raus. Ah, es sind ein paar rübergekommen, weil es zu viele waren. Ah, ich habe die schlechtesten Worker. Ah, vielleicht halte ich ja dann sogar am besten. Wer weiß. So. Ich werte alles auf, was ich noch habe. Haben auf jeden Fall noch welche davon rein. Noch mehr Schlitz. 1240 plus. Okay, der arme Lukas hat jetzt mehr als ich. Und mehr Worker. Also ganz oben. Ja, aber ich bin im oberen Mittelfeld mit Platz 4.
Ich muss mal wieder öfters Classic spielen. Da habt ihr erstmal ein bisschen Abwechslung und ich komme auch wieder rein. Auf 23. Oh, da wird auch nicht geflamed. Also wir sollten auf jeden Fall keine Fernkämpfer schicken. Holy shit! Okay. Upgrade, Upgrade, alles Upgrade. Oh, schade. Na dann. Dann auch Schleimchen hin und gut. Ah, übelst viele Pyros. Ach du Scheiße. Ja, Pyros sind ja sowieso mega fett im 4 gegen 4. Die ganzen Kanonen. Da kommt auch der ganze Pyrostrahl an. Übelst viele von den Kanonen gestellt. Vielleicht sollte ich auch mehr davon hinsetzen. Hä? Da steht ein Mini-Schleim rum. So, jetzt habe ich meine Emote-Mission noch mal abgeschlossen. Sag, den werde ich aufmerken, kann ich ihn hisch. Aber die haben zu oft geschickt jetzt hier. Das heißt, die werden, selbst wenn sie jetzt was schicken sollten. Schaffen wir das? Also zumindest bei mir, ich weiß ja nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber ich sollte es schaffen, wenn sie jetzt was senden. So. Kraken, 8-mal. Okay. Ja, die Dreieinigkeit gehört einfach dazu. Ja, das können wir noch. Wir können Oger machen oder ihn. Die Geisterritter machen wir noch. Weil hier muss ich auf jeden Fall mit Aufprallschaden arbeiten. So, jetzt machen wir eine Kanone hin. Den Typen noch. Ende. Ja, ein bisschen Stichschaden müssen wir auch mit reinknallen. Für hier drüben. Aber nicht zu viel. Kommt Mimik noch rein. 3600. Ja, hier ist das Problem, wenn das hier dann zu viele sind, die teilen sich dann auf. Aber es ist gut, dass die dann schon mal ein bisschen dezimiert worden sind. Oh, er wird richtig geprügelt. Jawohl. Der Supersack hält weiter. Ich halte Stand. Fürs Team. Okay, hier hat einen abgewehrt.
Los, Boss. Defeat. Na gut. Kann auch so ausgehen. Muss man öfters Classic spielen. Das war's erstmal mit Leech für heute. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Hab ich auch mit Erash zusammengespielt. Bis dahin. Einen spannenden Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.